Wir sind zurück an der Gold Coast mit dem zweiten Durchgang Mexiko gegen Südkorea. 0:0 zur Pause. Wir warten auch heute bei diesem Spiel wieder auf ein spätes Tor. Hat jetzt gestern im gesamten Tag kein Tor in der ersten Hälfte gegeben. Dabei bleibt es zunächst mal. Vielleicht ändert sich das nachher bei sehr klaren Duellen mit sehr klar verteilten Rollen. Aber Tore im zweiten Durchgang jetzt wären trotzdem schön und würden beiden Mannschaften noch extrem weiterhelfen nach dem Unentschieden gestern zwischen Deutschland und Ghana. Ah ja, da. Salcido und Jonathan Dos Santos. Bisschen mehr Geschwindigkeit bei Mexiko und es würde vielleicht schon gefährlich werden. Hector Herrera! Genau so muss es gehen. Gutes Zuspiel für Hector Herrera. Außennetz getroffen, aber guter Start. Macht Hoffnung für den zweiten Durchgang. Halbzeit 1 ging, wenn man die letzten Eckbälle rausnimmt, fast an Südkorea. Zumal es für die Südkoreaner auch einen Elfmeter hätte geben müssen, weil ja in der Anfangsphase ein Verteidiger die Hand benutzte. Das war Hector Moreno. Ball abgefälscht, Ecke für Südkorea. Von Sang-hoon. Kim Jin-soo. 2 Jahre in Hoffenheim gespielt als Linksverteidiger. Salcido. Lozano, den Ball kriegt er noch. Gutes Zuspiel, Herrera in den Lauf gespielt, Kim Sun-ju aufmerksam im Tor der Südkoreaner. Der Pass für Herrera war gut, war kein Abseits. So sollte Mexiko viel öfter spielen. Dann wäre viel mehr möglich in dieser Gruppe, in der, das ist zumindest jetzt der Eindruck, keiner so wirklich überragen kann. Auch die deutsche Mannschaft hat sich in den ersten beiden Spielen gegen Südkorea und Ghana unterm Strich nicht leicht getan. Wechsel bei Mexiko. Das müsste Jimenez sein. Corona. Corona ist das. Für die Spitze. Etwas ungewöhnlicherer Wechsel. Mal nicht Giovanni Dos Santos, sondern ein der vielleicht nicht so zur ersten Garde dazugehört, mittlerweile aber auch 40 Einsätze hat, 26 Jahre alt, in Porto spielt, aber eben kein Chicharito, weiter auch kein Giovanni Dos Santos, sondern Jesus Manuel Corona. Wang in Schussposition, ein Wahnsinnstor, 1:0 für Südkorea. So, da ist das Tor, auf das sie gehofft haben, wo sie auch schon dicht dran waren gegen Deutschland. Jetzt machen sie es. Wang, der ein Jahr in Hamburg gespielt hat, jetzt zurückgekehrt ist nach Salzburg auf die grüne Wand hier im Stadion an der Gold Coast. Ochoa kann nicht rankommen.
Und plötzlich ist Südkorea mittendrin in dieser Gruppe G und hat alle Chancen, das Weiterkommen zu schaffen. Gestern Japan durch. Es würde zum Turnier passen, wenn auch Südkorea das Weiterkommen schaffen würde. Hee Chang-wang. Und Australien will es morgen schaffen. Will morgen mit einem Sieg gegen Neuseeland den Gastgebern der letzten Jahre, England und Marokko, folgen und die K.O.-Phase auch erreichen. Die erste asiatische Mannschaft wollten sie auch sein. Das hat allerdings das Team aus Japan dem Gastgeber jetzt schon voraus. Denn die Japaner sind nach zwei Spielen schon sicher qualifiziert und sogar Gruppensieger in der Gruppe mit Spanien und Argentinien. Schauen wir, was jetzt Mexiko macht. Corona, gute Aktion. Jonathan Dos Santos für Layún. Salcedo, Pereira, wieder Layún. Und gestoppt Lee Jae-sung. Ochoa, fast noch das Missverständnis mit Layún, aber gut gegangen. Es hat sich was getan bei Südkorea, das ist zumindest der Eindruck. Vielleicht hängt es auch mit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr zusammen, auch wenn es da nicht mehr ums Weiterkommen ging, aber dieses 2-0 gegen Deutschland, das war sehr präsent. Das hat Südkorea nach den vielen Jahren auch mal wieder auf den Bildschirm geholt. Tolle Weltmeisterschaft ja damals gespielt, als Gastgeber ins Halbfinale gekommen. Und es scheint so, als hätten sie den Wind aus diesem Spiel mitgenommen. Gegen Deutschland haben sie es noch nicht ganz zeigen können. Aber jetzt durch ihn, durch Wang, der jetzt geht, Kim Sin-wook kommt, ein Stürmerwechsel. Wir sehen nochmal das 1:0 für Südkorea. Und dann begleitet von Pfiffen Kim Sin-wook, Jeonbuk Hyundai Motors. 51 Einsätze mit 31 Jahren, 10 Tore gemacht, hat ein Jahr nicht gespielt seit der Weltmeisterschaft, aber jetzt wieder Backup für die Offensive. Ja, das war nicht gut gemacht von Ju. Lee Jae-sung, Querschläger mit Son. Gut durchgesetzt, nochmal Son angespielt. Ayala ist da, auffälligster der drei Innenverteidiger. Großer Name, erinnert an den Ayala, der früher für Argentinien gespielt hat, unter anderem bei der WM 2006. Aber dieser Ayala-Verteidiger spielt in Mexiko, wie eigentlich fast alle Defensivspieler. Vorne sind sie sicherlich internationaler aufgestellt. In der Defensive sehr viel mexikanische Liga. Corona. Kopfballversuch, aber auch noch abgefälscht von Kwon Chan-hoon. Ecke für Mexiko, Andres Guardado. Aber die Ecken sind nicht gefährlich. Keine Aufgabe für Südkoreas Torwart. Und das wird das Laufduell. Ochoa auch noch draußen. Richtig eingeschätzt und dann zur Stelle gewesen. Lee Jae-sung. Hong Chul. Kwon Chang-un. Und zuspielt auf Son bis links. Ballbesitz für Salcedo. Pereira immer wieder Bälle jetzt auf den eingewechselten Corona.
Chongyang. Ball war draußen. Einwurf für die Koreaner. Wechsel bei Mexiko. Verteidiger geht. Salcedo. Jesus Gallardo kommt. Aber das ist auch ein Verteidiger. Also das System soll bleiben. Es kommt aber... ein ja, fast ähnlicher Spieler, gleich alt, etwa gleich viel Einsätze, etwas erfahrener, Gallardo. Zunächst mal die Flanke. Und wieder muss Miguel Layunen. Der hat 2015 sein bestes Turnier gespielt, immer wieder über die linke Seite, mit ganz viel Geschwindigkeit gekommen. Kim Jin-soo geht, Park Juhu kommt. Jason. Okay, Korea will es wirklich wissen und versucht jetzt ein bisschen die Sekunden rauszuholen. Lee Jae-sung gegen Carlos Vela. Jetzt kommt der zweite dazu. Keine Ecke. Gerade so noch verhindert, dass Korea weiter an der Eckfahne spielen kann. Die Richtung ist klar. Der Trainer hat vorhin einmal ein bisschen gewunken. Das sollte man sich merken, denn das bedeutet offenbar, haltet das Ergebnis und macht ja nicht mehr riskante Aktion. Aber sie müssen ein paar Angriffe der Mexikaner wohl noch überstehen. 5 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit. Guardado rausgeköpft von Hong Chui. Son alleine. Moreno. Gallardo, missglücktes Spiel nach vorne. Reyes, nochmal hoch. Son. ...90 Minuten sind jetzt abgelaufen. Es gibt nur 3 Minuten obendrauf. Ein Angriff hat das Team aus Mexiko sicherlich noch. Aber der muss jetzt auch passen. Nochmal Layun für Corona. Und auch das rausgeköpft vom eingewechselten Park. Früher in Mainz und Dortmund gespielt. Hong Chul gegen Layun ist bestens beraten. Einfach raus mit dem Ball. Son. Da kommt überhaupt kein Ball nach vorne. Hauptsache halten, Sekunden rausholen. Im Zweifel hintenrum spielen. Mit Park, mit Choi. Lee. Guardado begeht das Foul. Es gibt Freistoß für Südkorea und die stehen vor einem. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es wird der erste Sieg für Südkorea beim Weltpokal. Ich glaube, sowohl 2015 als auch 2018 hat das Team nicht gewonnen. Überprüfen wir gern nochmal. So oder so ist jetzt der Sieg geschafft für Südkorea und damit ist die Gruppe aus Sicht der Südkoreaner plötzlich machbar geworden. Denn sie haben 3 Punkte, sie spielen am letzten Spieltag gegen Ghana, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Sie haben den Eindruck bestätigt, dass dieses Team aus Südkorea mithalten kann mit einem etwas favorisierten Mexiko. Sie haben das Tor geschafft durch ihn, durch den ehemaligen Hamburger Wang Yichen. Es hat funktioniert, es hat all das geklappt, was sie sich vorgenommen haben und sie haben es dann am Ende auch einfach gut verteidigt. Mexiko braucht einen Sieg gegen Deutschland, das wird eines der Endspiele werden, denn auch die deutsche Mannschaft muss noch zittern. 4 Punkte für Deutschland, Südkorea hat 3 Punkte, die Ghana 2 Punkte und Mexiko mit 1 Punkt im Moment Tabellenletzter. Es kann sich aber in dieser Gruppe noch alles ändern und damit bleibt es auch noch komplett spannend für den letzten Spieltag. So, weiter geht's um 10 Uhr für Sie, 18 Uhr bei uns.
das Frühabendspiel Belgien gegen Saudi-Arabien. Die beiden Sieger des ersten Spieltages spielen bereits um das Achtelfinale und heute Abend dann der Abschluss mit den Niederlanden, die mächtig unter Druck sind, gegen Senegal. Das war's, bis später, tschüss von der Gold Coast und wir melden uns um 18 Uhr aus Newcastle.